Im November haben wir bereits berichtet über unsere Weihnachtspäckchenaktion im Marienstift in Mendig. Und ja, Herr Gunkel und ich stehen jetzt hier natürlich vor den aufgebauten Päckchen. Und es kam ja doch eine Menge zusammen, Herr Gunkel. Erzählen Sie mal, wie war das für Sie jetzt die Wochen und wo haben Sie das alles gelagert? Ja, wir sind selber auch überrascht in unserem Verein Pro Mendig, dass hier so ein großes Echo gekommen ist. 200 Päckchen, 200 Mal Nächstenliebe. Das ist eine riesige Leistung der Leute in Mendig und Umgebung. Es waren ja auch andere Ortschaften außerhalb Mendigs beteiligt. Kirchwald, Ettringen, Mayen, kann man gar nicht alle aufzählen. Das ist gigantisch und bei uns zu Hause war es chaotisch. Wir hatten kaum noch Platz. Jetzt ist auf jeden Fall wieder Platz. Jetzt haben sie das ja hier alles aufgebaut und angefahren. Das ist wunderschön, es ist bunt, es sind so viele auch persönliche Sachen dabei, mitunter ein Brief von Familie Wolfgang Vogt aus Koblenz. Die haben nämlich unseren Beitrag gesehen und haben direkt mal ein großes Päckchen zusammengepackt mit ganz viel Liebe. Wir hören natürlich jetzt gleich noch den Heimleiter und wollen natürlich auch hier im Rat hören, wie die Aktion denn so ankommt im Haus. Jetzt wollen wir hören, was die Leitung und Frau Schmitz-Mohr denn eigentlich dazu sagen, dass das Haus jetzt so voller Päckchen ist. So, wir mussten am Eingang hier erstmal einen Test machen. Wir sind auch gut ausgestattet mit FFP2-Masken. Die Päckchen selbstverständlich nicht. Was ist denn da so drin? Haben Sie schon mal reingeschaut? Nein, wir sind natürlich auch alle sehr neugierig. Das sind aber Päckchen für die Bewohner und deswegen lassen wir uns einfach überraschen. Mein Dank auch nochmal an Herrn Gunkel und an die ganzen Bürger und die Solidarität und die Nächstenliebe, die hier gezeigt wurde, weil das ist einfach fantastisch. Mit so einer großen Resonanz hätten wir natürlich nie gerechnet. Wenn man jetzt überlegt, was könnte denn so in dem Päckchen sein? Wahrscheinlich viel Naschen und hoffentlich auch ein paar Kreuzworträtsel. Wer macht die nicht gerne? Ich mache das auch gern. Und ja, vielleicht sind ja auch ein paar Sachen dabei, wo man sagt, man kann vielleicht auch gemeinsam mit den Bewohnern wieder was basteln. Oder genau. Wie gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit ja. Geht das ganz gut. Ja, da sind Spiele drin. Ich weiß, wir haben ein Päckchen aufgemacht. Ne? Wir haben auch reingeguckt. Und es steht auch überall drauf, was drin ist. Da sind Spiele drin, auch Kreuzworträtsel sind drin. Ne? Süßigkeiten natürlich. Ne? Ja, und dann Kugeln mit Lichter, also wirklich toll. Also von der Deko über Bastelarbeiten in dem Päckchen ist alles drin. Sie haben das den Bewohnern ermöglicht. Wir sagen herzlichen Dank und hören gleich nochmal, was die Bewohner selbst dazu sagen. Wie fühlt es sich denn an? Ich meine, das ist ja selten, dass man so viele Päckchen zu Weihnachten bekommt. Ja. Muss ja eigentlich auch nicht sein, aber ist ja auch für ganz viele Leute. Und Sie stellvertretend können mir gerne verraten, wie fühlt es sich an? Sehr gut. Man fühlt sich wieder wie ein kleines Kind. Wir werden in die Kindheit zurückversetzt. Nur doppelter Spaß, weil doppelt so viel auspacken, richtig? Ja. Über was würden Sie sich denn am meisten freuen? Eher was zum Naschen oder eher was zum Basteln oder zum Malen vielleicht? Naschen ist immer gut. Oder was zum Lesen. Ich lese sehr gerne. Was präferieren Sie da? Was lesen Sie am liebsten? Ich lese alles. Das ist schön. Die Ende kommt. Gut, vielleicht ist ja sogar die Weihnachtsgeschichte dabei. Es wäre auf jeden Fall passend und schön.